Sie hören Musik, spielen Computerspiele und chatten. Das, was eben Teenager so machen in ihrer Freizeit. Und doch ist bei Mahmoud aus Syrien und seinem Kollegen Mohammed Reza aus dem Iran etwas anderes. Die beiden 17-jährigen Flüchtlinge sind ohne Eltern in die Schweiz gekommen. Da in einer Unterkunft im Kinderdorf Pestalozzi versuchen sie in einem fremden Land einen Neuanfang. Ja, hier zu leben ist für mich schwierig. Ich hatte niemals gedacht, dass ich meinen Eltern so verliere und so. Aber ich habe Kontakt mit meiner Mutter und meinem Vater. Das ist manchmal gut. Ja, für alle Leute ist es schwierig ohne Eltern. Aber jetzt, ich muss so sein. Was vermisst du dann am meisten? Meine Mutter und ja, meine Stadt und alles, meine Familie. Insgesamt leben in der Unterkunft 18 Jugendliche zwischen 14 und 18 aus Ländern wie Syrien, Eritrea oder Afghanistan. In der betreuten Wohngemeinschaft gibt es Schulunterricht und gemeinsame Freizeitaktivitäten. Beim Mittagessen war heute ein ganz besonderer Gast dabei. Die Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat sich Zeit genommen, mit den Jugendlichen über ihre Erfahrungen und Wünsche zu reden. Sie haben mich gefragt, was sie machen müssen, für können Arzt werden, Rechtsanwalt, Automechaniker, Kaufmann. Und ich denke, die Menschen haben das Potenzial. Die bringen aber unter Umständen auch sehr schwierige Geschichten mit sich. Sie kommen aus anderen Kulturen. Und wenn wir so können, mit ihnen sie unterstützen in ihrer Entwicklung, in einer wichtigen Lebensphase, wie wir es jetzt hier im Kinderdorf Pestalozzi machen, dann investieren wir auch in unsere eigene Zukunft. Erstaunt hat nicht nur die Justizministerin, wie schnell sich die Jugendlichen an ihre neue Umgebung angepasst haben. Die meisten sind noch nicht mal ein Jahr in der Schweiz und reden alle schon sehr passabel Deutsch. Das gibt Hoffnung für ihre Zukunft in der Schweiz.